Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac. Ja, es ist immer wieder soweit und wir spielen weiter mit Isaac und meine Sets sind sehr durcheinander und ich bin immer noch extrem krank. Also wirklich, ich quäl mich hier gerade an den PC. Nur für euch. Ja, mir macht Let's Playen auch Spaß. Ich muss ja auch den ganzen Tag irgendwas machen. Und wir schauen gleich mal hier drüben in den Raum und bekommen zwei Kisten. Zwei Kisten sind extrem gut. Und wir bekommen das Nine Lives Item, was wir rerollen werden. Und stattdessen machen das Verfolgungsdrehen. Tears up. Seid ihr Verfolgungsdrehen? WTF, warum finden wir ein heiliges Item in einem, ja, Teufelsraum? Das ist kein Teufelsraum, aber so ein Dämonenraum. Das verwirrt mich. Wir haben auf jeden Fall Tears abbekommen und ich weiß nicht, ob das Verfolgungsdrehen waren. Wir probieren es einfach mal aus, dafür bräuchten wir allerdings Gegner, oder? Wir könnten auch mal die genauen Sets durchlesen auf der Seite und bekommen hier noch, okay. Wir werden heilig, wir sind sehr, sehr heilig. Wir sind blecht, haben heilige Tränen, die, glaube ich, extrem viel besser sind. Dafür langsamer. Warte, ich schau mal ganz kurz. Holy, einfach mal filtern. Nee, okay, dann halt nicht filtern. Sehe ich es ganz schnell? Wenn ich es nicht ganz schnell sehe, ich habe festgestellt, es ist irgendwie nervig, wenn ich in der Wiki schaue und nichts sage. Tears are now white, do a lot more damage, move slower across the screen and will also home in... Oh, Verfolgungstränen? Was für ein Luck, Leute. Was für ein Luck. Ich glaub's ja nicht. Ich glaub's nicht. Oh, nee. Ich bin so glücklich mit diesen Drehen. Ich meine, schaut mal, ich kann hier zielen. Und piu. Okay, ich schieße nicht so weit, aber... Oh, okay. Das ist auf jeden Fall ein exzellenter Start in den Run. Ich zieh nochmal hier das dahin. Und ich frag mich gerade echt, was für Glück ich habe. Ich hoffe, ich kann überhaupt so lange reden, wie dieser Run anhalten wird. Weil ich bin, also meine Stimme ist wirklich extrem kaputt, mein Hals kratzt auch gerade, das liegt auch daran, dass hier wahrscheinlich noch überall Katzenhaare rumliegen. Also meine Katze ist dran schuld. Beschwert euch bei meiner Katze und wir werden jetzt eine Münze ausgeben und bekommen eine Pille. Und diese Pille muss was richtig Gutes sein. Tears down. Oh nein, wir hatten doch eh schon Tears down. Oh nein. Okay, das ist jetzt suboptimal, aber das werden wir im Run ausgleichen. Also extrem viel Glück und ein bisschen Pech, damit kann ich doch leben. Und ja, wir stellen uns einfach mal hier irgendwo hin und schießen in eine Richtung. Ne, wir müssen ja immer noch ungefähr in die Richtung schießen. Aber dass es langsamer fliegt, ist eigentlich gar kein Nachteil, weil man dadurch besser trifft. Also die Verfolgungstränen treffen dadurch besser. Und wenn wir dann noch das Kohle-Item bekommen, was pro Frame, in dem das Geschoss im Bild ist, mehr Schaden machen, dann ist es doch schon mal etwas sehr Feines. So, dann schießen wir mal weiter auf Monstro. Warum habe ich eigentlich nicht konstant gerade eben geschossen? Ich weiß es nicht. Mein Gehirn war gerade eben verwirrt. Haben wir auf der Ebene überhaupt schon Schaden bekommen? Wenn nicht, könnten wir nochmal einen Raum bekommen. Nee, wir bekommen HP-Upgrade. Und in der ersten Ebene kann man, glaube ich, gar keinen Dingsraum bekommen. Gar keinen Heiligen- bzw. Teufelraum. Deswegen gehen wir in die nächste Ebene. Und ich hoffe, ich klinge nicht zu verschnupft. Ich werde mir jetzt auch meine Nase putzen. Während Isaac auf dem Klo war. Oh Gott, okay, wir bekommen Fluch. Nicht so schlimm, nicht so schlimm, damit kann ich leben. Nachdem wir schon ein tolles Item bekommen haben. Aber wir sehen extrem hässlich aus. Ich muss doch sagen, das sieht irgendwie extrem hässlich aus. Bekommen dafür Fleisch, aber Fleisch, pff. Wir können einfach Homing, oh, okay, oder uns treffen lassen. Eins von beiden. Leckt das Spiel gerade ein bisschen. Ich bilde mir gerade ein, dass das Spiel leckt. Wahrscheinlich bilde ich es mir wirklich ein. Und gehen auch gleich zum Boss, und da ist dann ein Item, was wir rerollen können. Und bekommen einen Writer. Ein Writer. Wir bekommen einen Writer, von dem wir auf jeden Fall einen Cube of Meat bekommen. Heißt, wir können es nicht rerollen. Beziehungsweise in den Kommentaren wurde mal geschrieben, dass man, wenn man den Cube of Meat zweimal rerollt, ihn nicht mehr rausbekommt. Allerdings meine ich mich zu erinnern, dass ich mal, achso, mit der Begründung, wenn im Raum einmal ein Item gerollt wurde, dann wird es gespeichert. Und wenn es gespeichert ist, dann kann man es nicht nochmal rerollen. Allerdings stimmt es nicht, soweit ich das weiß. Ich habe nämlich selbst mal die Erfahrung gemacht, dass man das Item trotzdem wiederbekommt. Also, dass man zweimal im Raum dasselbe Item erwürfeln kann. Also haben die Kommentare gelogen. Oder ich habe komische Erinnerungen. Eins von beiden. Die komischen Erinnerungen sind, naja, auch möglich. Allerdings bin ich mir, glaube ich, relativ sicher. Naja, ich war mir schon bei vielen Sachen relativ sicher und sie haben dann nicht gestimmt. Also heißt das nicht groß was. Das heißt nicht groß was. Ja, ich hätte dann doch jetzt irgendwie gerne diesen Stein hier gesprengt. Kann ich beides? Wahrscheinlich nicht. Nee.
Keins von beiden wahrscheinlich. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob der Geheimraum da ist und das andere auch nicht. Aber wir haben die Spinne damit gesprengt. Naja, man hätte The Rock finden können. Und The Rock wäre etwas sehr Schönes gewesen. Darüber hätte ich mich auf jeden Fall gefreut. Ach, und da ist auch der Goldraum. Und, oh nee. Okay, der Schaden war... Okay, der zweite Schaden war unnötig, der erste war okay. Wir bekommen Gabis Pau, macht etwas, was wir noch nicht wollen, bekommen dafür die Feder. Auf jeden Fall etwas, was wir rerollen können. Bekommen hier dafür Teleportie für Dummies, was wir auch rerollen können. Uje, uje, uje. Dann schauen wir doch mal in die anderen Räume rein. Was an den anderen Räumen noch auf uns wartet. Oh Gott, ich höre, wie meine Stimme langsam kaputt geht. Hoffentlich finden wir noch genügend Räume. Hoffentlich finden wir noch genügend Räume, dass wir mindestens einmal rerollen können. Dafür bräuchten wir drei Räume. Wir haben den Boss ja schon gemacht und wir finden sie tatsächlich nicht. Heißt, wir bekommen keins der beiden Items. Oh, das ist irgendwie schade. Das regt mich immer auf, wenn man eigentlich was bekommen könnte, aber es dann nicht bekommt. Ich meine, die Möglichkeit war doch da. Die Möglichkeit war da. Und sie wurde nicht genutzt. Ja gut, Telepathie für Dummies, die Feder als Leertasten-Items, beides nichts Gutes, was wir gerade mitnehmen können. Die Ebene war, soweit ich weiß, geklärt. Heißt, wir gehen auf die nächste Ebene. Wahrscheinlich habe ich irgendwas vergessen. Und ihr schreibt es mir in die Kommentare. Bist du dumm, Audado? Wie konntest du das vergessen? Hattest doch noch gesagt, dass du es dir merken sollst. Nee, die Ebene war fertig. Das war ja die zweite Ebene. Die zweite Ebene ist nicht sonderlich groß, genauso wie die erste. Und ich treffe gerade nicht, weil die Fliegen... Ich schieße noch zu wenig. Ich hätte gerne Krebs. Krebs ist wieder so ein Wunschziel. Oh nee. Okay, das war irgendwie dumm. Ja, das war irgendwie wirklich dumm. Aber manchmal bin ich halt dumm. Oder stell mich dumm an. Das ist ja was Unterschiedliches. Oh, ich glaube schon, dass es was Unterschiedliches ist. Und das Spiel leckt echt ein bisschen. Machen die Tränen das Spiel laggy? Oder habe ich irgendwie zu viel Zeug an? Ich schau mal ganz kurz. Ich schließe gerade einfach mal Premiere. Prime, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Datei und Photoshop speichern, schließen. Einfach speichern. Ja, speichern mal hier. So. Ja gut, jetzt bin ich wieder im Hintergrund, mache ich irgendwas und ihr seht nichts. Das ist richtig doof. So, jetzt. Jetzt läuft das Spiel flüssiger. Und wir bekommen neue Gegner. Beziehungsweise Gegner, die hatten wir, glaube ich. Hatten wir diesen Run schon? Hatten wir euch schon? Ich weiß es gar nicht. Oh Gott, meine Stimme. Meine Stimme, was ist los mit dir? Stimme, meine Stimme. Come back to me. Das macht mich fröhlich. Heißt das da? Oh Gott, ich spüre gerade wieder, wie es in meinem Hals juckt. Ich glaube, ich muss gleich einen Schnitt machen und trinken. Und husten und explodieren. Ja, ich explodiere immer. Wenn ich nicht weiß, was zu tun, dann explodieren. Das ist eigentlich immer eine gute Möglichkeit. Und wir können ja einfach stehen bleiben und raufschießen. Und alles erledigt sich von selbst. Okay, ich mache einen ganz kurzen Schnitt. Noch weiter. Ich habe mal kurz gehustet. Ich hoffe, ich darf das. Und wir sind immer noch auf der dritten Ebene, oder? Dritten Ebene? Ja, dritten Ebene klingt gut. Wir könnten... Nee, ein Shop lohnt sich gerade eigentlich nicht, weil wir nicht viel Geld haben. Aber wir könnten doch mal den Geheimraum finden. Nicht den Geheimraum, den Goldraum. Den Goldraum. Los, sterb. Wir machen echt gut Schaden. Die Sache ist allerdings... Ja, irgendwie fehlt uns das Tiers ab. Beziehungsweise haben wir auch einmal Tiers down bekommen. Beziehungsweise zweimal. Erst durch das Item und dann durch die Pille. Was gibt's hier in dem Raum? Oh, ein HP-Upgrade. Das nehmen wir mit. Das ist extremes Glück. Ich hatte in so einem Raum Ewigkeiten kein richtiges Upgrade mehr, sondern immer nur... Oh, da wurde mir getroffen. Oh, schade. Aber der Cube of Meat hat den Treffer gerecht. Er hat ihn gerecht. Und ja, gut. Drei Wellen für ein HP-Upgrade. Ich hatte wirklich in diesem Raum Ewigkeiten kein wirklich nützliches Item. Und hier haben wir gerade einen riesen Nachteil, weil dieses Ding ist zu schnell. Heißt, es muss sterben. Ich sagte sterben. Oh Gott, warum haben wir so einen mit Augen dabei? Ich mag die ohne Auge viel mehr. Wenn ihr euer Auge verliert, dann mag ich euch. Also beide. Wenn ihr eins habt, dann mag ich euch nicht. Okay, ich versuche gerade irgendwie Leute zu töten. Allerdings brauchen die zwei Tränen. Und ich habe... Oh nee. Wenn ich mit diesen Items hier sterbe, mit so hohem Potenzial, also Verfolgungstränen haben einfach hohes Potenzial, muss man sagen, dann wäre ich doch schon extrem traurig. So, letzte Gegner. Die sind, denke ich, kein Problem. Wurde ich gerade getroffen? Ich habe es mir zumindest eingebildet. Aber ich bilde mir schon ein, dass ich getroffen werde, obwohl ich gar nicht getroffen werde. Und ein HP ab dafür. 1,5 Herzen verloren. Oder hat mir wahrscheinlich weniger. Und jetzt wieder volles, fast volles. Das ist schon okay. Das ist auf jeden Fall etwas Okayes gewesen. Ja, Okayes. Und wir werden dann auch gleich einen Boss machen, weil keine Ahnung, wo der Goldraum ist.
Und mal schauen, was der Boss, was für ein Boss ist es vor allem, wenn es ein Reiter ist. Oh, ist es Chad. Chad ist ein Boss aus Super Meat Boy, glaube ich. In Super Meat Boy gab es zumindest so einen ähnlichen Boss. Also, das ist nicht der normale, ist es nicht Chad? Ne, wie heißt denn der normale, heißt der normale Boss auch Chad? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall diese Version von ihm. Ist eine Anspielung auf Super Meat Boy. Super Meat Boy ist ein Jump'n'Run-Spiel. Auf jeden Fall ein sehr schönes Jump'n'Run-Spiel. Ich mag's. Oh Gott. Werde ich hier in dem Raum noch sterben, so wie das hier aussieht? Okay, er hat sich selbst getroffen. Das ist schon mal etwas sehr Feines. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Chad, ja, war ein Boss aus Super Meat Boy. Wenn es wirklich der ist. Und er war auf jeden Fall sehr süß. Genau. Oh nee. Ich glaube, ich werde hier an dem Boss verrecken, wenn das so weitergeht. Ich meine, krepieren. Irgendein schönes höheres Wort als verrecken. Oh, wird er immer schneller, umso kleiner ist. War von Anfang an so schnell. Unsere Drehen sind einfach so langsam. Auch wenn sie home, sie sind viel zu langsam und wir machen viel zu wenige Drehen. Wir bräuchten mehr Drehen, dann wäre alles viel besser. Wir hätten das Item... Ah, nee. Gerade jetzt ist es noch nicht so praktisch, aber es kann so praktisch werden. Und ich verschwende hier mein ganzes Leben und ich werde weinen, wenn ich sterbe. Weinen! Und wir bekommen... Ja, er träumt immer wahrscheinlich... Little Chad, deinem Herzen im Raum gibt, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, heißt, wir können es nicht rerollen. Heißt, es fehlt immer noch der Goldraum, in dem das entscheidende Item sein könnte. Vielleicht der Spider-Shot. Obwohl der Spider-Shot dann noch mehr... Der Spider-Shot reduziert doch auch den, die Tiers, oder? Oh Gott, dann würden wir ultimativ langsam hintereinander schießen. Dann bräuchten wir unbedingt Krebs. Wir bräuchten unbedingt Krebs. Um es ausgleichen zu können. So, hier unten könnte der Geheimraum sein. Deswegen springen wir das einfach mal hier auf, um beides mitzunehmen. Und tatsächlich, da war der Geheimraum. Und bekommen noch mehr Geld. Jetzt wird sich sogar ein Shopbesuch lohnen. Und noch mehr Geld. Jetzt lohnt sich auf jeden Fall ein Shopbesuch. Welchen wir dann auch gleich besuchen werden. Weil die Sache ist, vielleicht rerollen wir es. Aber dann hätten wir den Reroll nicht für den Goldraum. Im Shop gibt es die Leiter, die auf jeden Fall recht praktisch wäre. Muss man einfach sagen. Man könnte allerdings auch die Karte bekommen. Okay, Schlüssel und ein Herz hat sich auf jeden Fall gelohnt. Aber dann sparen wir jetzt einen Reroll auf. Ich meine, wenn was halbwegs okayes da ist, dann kaufen wir das auch und haben dafür einen Reroll beim Goldraum auf jeden Fall. Obwohl, wenn der Raum jetzt 3 entfernt ist, dann hätten wir beides machen können. Aber das weiß man nie. Und er war nicht 3 entfernt. Und, oh Gott. Ich sehe schon kommen, dass ich hier jetzt Schaden nehmen werde. Oh Gott, oh Gott. Hoffentlich kriegen wir ein richtig gutes Item im Goldraum. Noch ein richtig gutes. Jetzt ist es noch nicht richtig gut. Und jetzt ist es... Naja. Doch. Oh, das ist das. Jetzt ist es richtig gut geworden. Ich kann mal schauen, was es genau gemacht hat. Das war... Triple. Nee, Spoon gives the player homing. Nee, warte, das... The inner eye war es auch nicht. Oder war das doch... 3 times, tears, delay, okay, es gibt aber auch tears down, also, wir schießen langsamer, heißt, wir schießen jetzt noch langsamer, aber wir schießen 3-mal und die verfolgen, heißt, sie treffen alle 3, heißt, wir treffen 3-mal, doch, das ist etwas Schönes, das freut mich auf jeden Fall und wir haben noch einen Schlüssel für die nächste Ebene, also, es läuft ganz gut, wir schauen gerade mal, wie lange wir schon aufnehmen, weil, oh nee, wir nehmen, das ist ja aneinander gehängt, die andere Aufnahme war 8 Minuten lang, die ist 5 Minuten lang, heißt, wir werden noch in die nächste Ebene gehen. Wir haben jetzt 3 Ebenen erledigt. Komm, wir machen die noch so ungefähr zur Hälfte. Dann dürfte das ganz gut gelöst sein. Natürlich bekommen wir den Geheimraum direkt freigesprengt. Wie könnte es anders sein? Sonst wäre es ja auch... Oh nee, oh nee. Mein Leben senkt sich allerdings zu rasch. Zum Glück haben wir Little Chad dabei. Ich freue mich gerade wirklich, dass wir ihn haben. Und bekommen Geld. Heißt, für den Jobbesuch wird sich wahrscheinlich wieder lohnen. Ich konnte meine Stimme... Es tut mir leid, dass sie so kaputt ist. Ich kann daran nichts ändern, außer gesund werden. Aber das ist nicht so einfach. So, schauen wir mal, was uns im nächsten Raum erwartet. Oh Gott. Fiese Gegner. Gut, das könnte jetzt hier echt noch böse enden. Obwohl, so viel Schaden, wie wir machen, wahrscheinlich doch auch. Könnte immer noch böse enden. Der Raum wäre vor allem unnötig gewesen. Wenn wir hier viel Schaden genommen hätten, bekommen wir wieder ein halbes Herz. Wir bekommen extrem oft von Schattenherz, oder? Fast jeder Raum. Naja, dann würde ich mich von euch verabschieden. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Tschüss.
Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac. Ich habe anscheinend gerade, als ich kurz den Schnitt gemacht habe, bin ich AFK gegangen und bin essen gegangen. Und dann habe ich anscheinend statt Aufnahme Stop Stream gedrückt, weil ich nämlich ja mit meinem Stream-Programm auch das kann auch aufnehmen. Ich kann so viel gleichzeitig und meine Stimme hat sich ein bisschen erholt. Heißt, sie ist jetzt vielleicht nicht mehr ganz so abgekackt. Es war immerhin eine halbe Stunde Pause. Und das ist schon einiges. Ich muss außerdem mal die Stream-Materialien löschen, weil da, wie gesagt, ich bin AFK gegangen, hab Stream starten geklickt. Und, oh je, er stirbt. Ich mag Verfolgungstränen, das ist wirklich cool. Allerdings, ja, irgendwie, obwohl mit den drei Tränen haben wir jetzt eigentlich den Damage. Wir haben es ja, würde ich mal sagen. Und ja, es sieht doch schon mal besser aus als ganz am Anfang, als mir gar kein Item. Nein, Fliege, gut. Ich sagte nein und trotzdem hast du uns getroffen. Okay, die Dinger sind zu schnell. Die Tränen sind einfach... Naja, wir haben ja schon Shot-Speed-Up aufgesammelt, wenn ich es gerade richtig weiß. Haben wir Shot-Speed-Up aufgesammelt? Haben wir, glaube ich, nicht. Wir haben gar keine Peitschenhiebe im Gesicht. Machen wir mal ganz schnell. Ja, das ist kaputt. Wir haben extrem viel Leben verloren. Oh, nee. Super Trollbombe. Ich glaube, ich sterbe jetzt. Ja, es sieht irgendwie gerade gut aus. Also es sieht danach aus, als würde ich gleich sterben. Und mal schauen, ob wir... Nein. Ich sterbe hier. Wir haben ein halbes Herz bekommen durch unser Item, aber ich werde hier trotzdem sterben. Ich werde hier sterben. Ich sehe es kommen. Bleib weg. Und nee, was eine Full-Heal-Pille? Was eine Battery-Pille? Bitte sei irgendwas Tolles. Okay, rette uns. Rage up. Nein, mit Verfolgungspillen nicht unbedingt schlecht. Was haben wir hier? Greed. Wir sind tot. Leute, ich habe das zusammengeschnitten aus dem folgenden Grund. Weil es halt zu kurz war. Aber jetzt wollte ich von euch wissen, ob das jetzt zu sehr gespoilert ist, wenn ich es halt zusammenschneide, wenn ich in einem Part sterbe. Ich war heute extrem schlecht, auch extrem krank. Ich hoffe, man verzeiht es mir. Die Frage an euch, also ich könnte verhindern, dass es solche Spoilerlängen gibt, solche Spoiler-Cuts in der Mitte, indem ich einfach ohne Begrüßung und ohne Beendung hochlade. Heißt, ich sag am Anfang nicht, also ich sag nur im ersten Teil von einem Run Hallo und im letzten Tschüss. Und dazwischen schneide ich einfach so. Das heißt, wenn ich auf einer Ebene sterbe, dann kann ich so schneiden, dass es nicht auffällt, dass es da endet. Allerdings finde ich das immer irgendwie, ich will halt die Leute begrüßen und Tschüss sagen und das gehört irgendwie dazu. Deswegen nochmal hier, diese kurz abschnitt. Schreibt mir dazu eure Meinung in die Kommentare. Also das würde ich wirklich gern wissen, ob das euch stören würde, wenn ich einfach durchgehend aufnehme und dann so cutte, dann würden halt solche Spoiler-Cuts, wie jetzt in dieser Folge, einfach nicht stattfinden. Ja, würde mich interessieren. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.